Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der Société Générale. 3 Wochen ist es her, dass der Kupferpreis ein neues Allzeithoch erreicht hat. Seither ist der Preis allerdings wieder etwas zurückgekommen. Wie geht's weiter? Das bespreche ich jetzt mit Arnoush Wilhelms von der Société Générale. Ja, Herr Wilhelms, der Kupferpreis hat 2020 schon einen mächtigen Aufwind verspürt und im Mai 2021 dann ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell scheinen wir uns allerdings in einer Konsolidierungsphase zu befinden. Welche Entwicklung erwarten Sie denn mittelfristig? Ja, also man muss sehen, dass natürlich Kupfer in dem Sinne nicht vergleichbar ist wie in dem Kurs einer Aktie, weil es gibt ja in dem Sinne keine Unternehmensnachrichten oder sonstige Themen, die hier eine Rolle spielen, sondern es ist ein Rohstoff, vor allen Dingen auch in der Industrie eingesetzt. Und der Rohstoff, der Preis des Rohstoffs wird natürlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und das, was wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen haben, war tatsächlich ein großes Maß an Nachfrage und entsprechend ist der Kupferpreis dann auch so stark gestiegen auf neues Hoch. Und was natürlich auch natürlich ist, das sehen wir auch an den Börsen immer wieder, es ist natürlich alles keine Einbahnstraße. Das heißt also, wenn man sich den Kupferpreis anschaut, dann war es nicht verwunderlich, dass er natürlich nicht im Prinzip auch mal Phasen wieder einlegt, in denen der Kupferpreis eben nicht von neuem Hoch zum nächsten Hoch steigt, sondern wo er vielleicht auch mal eine Pause einlegt. Jetzt haben Sie die hohe Nachfrage angesprochen. Einer der wichtigsten Kupferkäufer ist ja China. China fragt mittlerweile rund 50% des Weltbedarfs nach. Welche Gefahren birgt diese Machtstellung? Also insgesamt ist es bei den Rohstoffen so, dass natürlich Nachfrage und Angebot hier über den Preis entscheidet. Und da können natürlich auch nicht nur, sagen wir mal, große Trends einen Grund für eine Preisveränderung sein, sondern eben auch saisonale Effekte. Wenn jetzt zum Beispiel es aufgrund von wirtschaftlichen Aufschwung eben dazu kommt, dass der Rohstoff stärker nachgefragt wird, dann kann es da einen sehr positiven Effekt geben. Aber das wird wahrscheinlich dann irgendwann auch wieder sich sozusagen normalisieren. Dann gibt es aber natürlich große Trends, sei es nun die Elektromobilität, wo man ja in mehreren Gesichtspunkten Kupfer benötigt oder andere Themen, in denen dann sozusagen vielleicht auch nicht nur kurzfristig, sondern langfristig dort eine Veränderung geben kann. Und dann ist natürlich auch die Förderung der Metalle ist natürlich auch ein großes Thema, weil wenn natürlich das Angebot stark ausgeweitet wird, weil der Preis vielleicht auch gestiegen ist und es jetzt für einige wieder lohnt, da eventuell noch mitzumachen, dann kann das natürlich auch wieder die Preise beeinflussen. Also Rohstoffmärkte sind durchaus eine Besonderheit und sollte man eben auf gar keinen Fall mit den Aktienmärkten vergleichen. Sie haben mit Elektromobilität ein sehr spannendes Thema angesprochen. Eine Studie hat gezeigt, dass ein E-Auto im Schnitt fast 3-mal so viel Kupfer wie ein Verbrennungsmotor enthält. Was heißt das jetzt für die weiteren Perspektiven des Kupferpreises? Sorgt die Entwicklung Richtung E-Mobilität für weiter steigende Kurse? Ja, also ich habe es ja gerade angesprochen. Also den Effekt, den man bei Rohstoffen hat, ist eben nicht so zu vergleichen wie mit Aktienkursen, wo eben der Gewinn eines Unternehmens steigt, wenn das Geschäftsmodell aufgeht. Das haben wir hier bei Kupfer nicht. Und es gibt ja eben neben der Nachfrage auch noch die Stellschraube des Angebots. Also insofern auch das Thema Recycling und Ähnliches, das wird sicher hier auch noch eine Rolle spielen. Aber es ist natürlich auch klar, wenn der Preis von Kupfer steigt, dann wird es für immer mehr interessant, durchaus auch Kupfer zu fördern, beziehungsweise dort vielleicht mit einzusteigen. Das heißt, es kann automatisch dazu führen, dass eben eine Nachfrage, die ein Angebot, das bisher vielleicht begrenzter war, dann ausgeweitet wird. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass am Ende des Tages auch saisonale Effekte hier eine Rolle spielen können. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wenn natürlich die alles auf E-Auto umgestellt wird und ein E-Auto braucht nachweislich ja mehr Kupfer, dann kann es natürlich sein, dass das ein positiver Effekt ist. Aber das ist auch eben nur ein kleiner Effekt von vielleicht vielen anderen, die hier eine Rolle spielen. Also Anleger, die im Rohstoffmarkt sich engagieren möchten, die sollten auf jeden Fall sich ein bisschen tiefergehend mit den Saisonalitäten, mit den Gegebenheiten der Rohstoffe auseinandersetzen, bevor sie hier vielleicht einfach nur sagen, weil ein E-Auto mehr Kupfer braucht, steige ich jetzt ein. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Und da sind wir schon beim Thema. Uns interessiert natürlich, wie man investieren kann in Kupfer. Welche Möglichkeiten haben Anleger denn, sich zu positionieren? Ja, man ist tatsächlich am Zertifikate- und Optionsscheinmarkt genau richtig, denn wir haben schon seit Jahren, es ist kein neues Thema, Rohstoffe im Angebot, die man auch als Privatanleger handeln kann, die auch den Kupferpreis umfassen. Allerdings bezieht man sich hier immer auf den Copper Future, das ist ja nur das englische Wort für Kupfer, aber es ist ein Future, ein Termingeschäft. Und auf das beziehen sich Zertifikate und Optionsscheine und beliebt sind bei uns vor allen Dingen Turbo-Optionsscheine auf eben den Kupfer-Future, die werden rege gehandelt und da kann man sowohl auf steigende als auch fallende Kurse setzen, also ist im Prinzip für jede Marktmeinung das passende Produkt dabei.
Und was sollten Anleger jetzt bei einem Investment in diese Turbo-Optionsscheine auf den Kupfer-Future beachten? Ja, also grundsätzlich sind Turbo-Optionsscheine mit einem Hebel ausgestattet. Der Hebel kann zum Beispiel bei ungefähr 5 liegen. Das bedeutet, bewegt sich der Kupferpreis oder Kupfer-Future 1%, bewegt sich das jeweilige Produkt 5%. Und wenn wir uns den Call anschauen, dann setzen wir auf steigende Kurse. Das heißt also, wenn der Kupferpreis steigt um 1%, steigt der Turbo-Optionsschein um 5%, fällt der um 1%, fällt natürlich auch der Turbo-Optionsschein um 5%. Also nehmen wir mal etwas stärkere Bewegungen, fällt der Kupferpreis um 10%, würde der Turbo-Optionsschein um 50% fallen und fällt der Kupferpreis sogar um 20%, dann 20 mal 5 ist 100, wäre also der Totalverlust erreicht. Und das ist, denke ich, auch die wichtigste Funktionsweise. Also der Hebel steuert nicht nur die Chance, sondern auch das Risiko. Und wir sehen hier auch die Knockout-Barriere bei 3,60 $. Das bedeutet also, das sind genau eben diese 20%. Dann erreicht der Knockout hier, der Turbo-Optionsschein seinen Knockout und dann ist tatsächlich der Totalverlust eingetreten. Das heißt, man sieht schon, das sind Produkte, die sind, gehören zu den Hebelprodukten, sie sind risikoreicher als jetzt vielleicht ein klassisches Investment. Demgegenüber kann ich natürlich hier auch auf fallende Kurse setzen. Da funktioniert das Prinzip ganz genauso. Wenn ich einen Hebel nehme, der bei 5 liegt, heißt das, Kupfer geht 1% nach unten, Turbo-Optionsschein 5% nach oben. Steigt allerdings der Kupferpreis um 1%, fällt der Turbo-Optionsschein um 5%. Diese Rechnung ist natürlich nur beispielhaft und hat viele andere Faktoren nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel das Wechselkursverhältnis oder mögliche andere Dinge, die da noch eine Rolle spielen können. Aber so ganz grob kann man das so zusammenfassen. Und wer also eine konkrete Marktmeinung zum Kupferpreis-Future hat, der kann durchaus mit einem Turbo-Optionsschein hier entweder auf steigende oder auf fallende Kurse setzen. Das ist doch ein schönes Schlusswort, sagt Arnold Wilhelms. Vielen Dank. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.